Hallo und herzlich willkommen zu unserem HVV-YouTube-Kanal. Mein Name ist Anna-Theresa Korbut, ich bin Geschäftsführerin des HVV und ich freue mich heute in ganz illustrer Runde zusammen mit unserem Mobilitätswende-Verkehrssenator Agnes Tjax und der Mobilitätsinfluencerin Katja Diehl zusammen hier die Serie Your-Turn vorzustellen. Wir werden auch gleich direkt in den Film einsteigen, damit wir mal einen guten Einstieg für eine interessante Diskussionsrunde haben werden. Schön, dass ihr dabei seid und bitte die Chat-Funktion nicht vergessen, weil wir werden im Nachhinein auf eure Fragen und Anmerkungen eingehen. Und somit starten wir, Spannung steigt, Film ab. Your-Turn. Ich bin Katja und hier treffe ich Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt. Heute am Start. Imke Salander, Fitness-Influencerin, Leichtathletin, Podcasterin, Model und leidenschaftliche Treppenläuferin. Hallo Imke! Hallo! Schön, dich zu treffen. Hi. Ja, freue mich auch. Hallo! Und auch an euch ein Hallo, willkommen bei Your Turn. Mein Name ist Katja Diehl. Ich werde mich jetzt immer mal mit Menschen treffen und über Mobilität und vielleicht auch über die Zukunft der Mobilität zu sprechen. Wie bist du denn heute hier? Ich ahne schon etwas. Genau, ich bin heute hergelaufen. Einfach hier einmal über die Reeperbahn, das sind ungefähr so 2 Kilometer. Wie hast du denn so die Stadt überhaupt für dich entdeckt? Bist du jemand, der viel zu Fuß geht? Super viel. Also sowohl entspannt zu Fuß als auch echt laufend, joggend unterwegs. Ich arbeite ja so im Sportbereich, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich so in Sportklamotten und leicht verschwitzt ankomme. Dann kennen die Leute mich da schon. Und ansonsten fahre ich tatsächlich auch viel Bahn und ich fahre auch viel Stadtrad. Okay, wie hast du das denn für dich entdeckt? Eigentlich nur, weil ich ein Fahrrad haben wollte und ich irgendwie Angst hatte, dass mir ein Fahrrad direkt geklaut wird. Und dann dachte ich so, eigentlich macht das für mich auch viel mehr Sinn, weil ich mich auch nicht immer sofort festlegen will. Also ich puzzle mir meinen Weg dann immer so zusammen. Und wenn du international unterwegs bist, gibt es da Unterschiede zu Hamburg oder auch Deutschland, wie die Leute sich so bewegen? Bist ja, glaube ich, viel in den USA auch, ne? Genau, also L.A. ist immer so ein klassisches Beispiel. Da war ich jetzt so um die 4-5 Mal und ich glaube, erst nach dem 3. Mal habe ich festgestellt, dass es da Öffis gibt, aber die nutzt einfach keiner. Das heißt, ich bin dann wirklich entweder mit dem Fahrrad oder auch so laufend, joggend unterwegs. Wenn Leute sich woanders bewegen, das klingt so ein bisschen, verzichtet auch mal aufs Auto, oder? Dass man mal auch anders unterwegs ist, um was von der Stadt zu sehen? Genau, also ich finde das immer total schade, wenn man jetzt in einer anderen Stadt ist und nur Auto fährt, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn du einfach läufst und mal joggst oder zu Fuß oder Fahrrad, dann siehst du auch echt viel mehr. Wir haben natürlich das Glück hier in Hamburg mit der U3, dass man da auch schon eine ganz schöne kleine Rundfahrt bekommt. So. Man sagt ja auch, dass Leute, die ÖPNV benutzen, obwohl sie ja auch sitzen können, viel mehr Bewegung schon haben als autofahrende Menschen. Wie bist du da so unterwegs? Also hast du das Gefühl, da mal zwischendurch auch eine kleine Exercise einzubringen oder Treppen zu laufen? Keine Ahnung. Ja, also Treppen ist ein Muss. Also mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, solange du noch laufen kannst, nimm immer die Treppe. Deswegen egal, wie schwer mein Koffer ist oder was ich dabei habe, es muss immer die Treppe genommen werden. Um Your Turn, also auch um bestimmte Dinge im Leben, die vielleicht etwas bei dir verändert haben. Was ist deine Geschichte? Bei mir war es jetzt nicht unbedingt ein Ereignis, was bei mir sich so eingeprägt hat, sondern vielmehr, ich habe Philosophie studiert, aber davor habe ich noch mal Jura angefangen. Mhm. Und ich habe das nur aus dem Grund gemacht, weil ich dachte, das muss man machen. Habe dann aber festgestellt, das ist gar nicht mein Ding. Und dann so dieses Gespräch mit meinem Vater, wo er irgendwie zu mir gesagt hat, wenn es dir keinen Spaß macht, lass es sein, mach lieber etwas, was vielleicht nicht in der Gesellschaft jetzt als das beste Ding angesehen ist, aber wo du auf jeden Fall Spaß dran hast, weil wenn du Spaß daran hast, dann bist du darin auch gut. Und sich das zu trauen, das hat bei mir unheimlich viel losgetreten, weil seitdem lebe ich eigentlich genau so. Ich schaue einfach, dass der Spaßfaktor immer ganz hoch oben ist. Finde ich auf jeden Fall eine super starke Geschichte. Grüß deinen Papa bitte, weil ich glaube, solche Eltern braucht jeder. Ich würde sagen, wir steigen jetzt in den Bus und fahren ein wenig durch Hamburg und ihr habt was zu tun. Jetzt heißt es Quizit. Hamburg. Mit welcher Geschwindigkeit joggst du im Durchschnitt? Fun Fact? Und dann haben wir aber ungefähr noch 10 Minuten. Wie verbringen wir die Zeit? Es ist ja wirklich so, dass wir im Alltag so super viel sitzen. Mir ist schon bewusst, dass jetzt keiner Lust hat, hier irgendwelche Sit-Ups und Burpees und Liegestütze zu machen. Aber was man wirklich immer mal gut integrieren kann, ist so ein bisschen einfach sich zu stretchen, weil das machen wir tatsächlich sehr wenig, inklusive mir. Ich mache ganz gerne einfach mal so, dass ich mich hier so baumeln lasse, versuche, die Beine möglichst gerade zu lassen. Und jetzt Wirbel für Wirbel dich aufzurollen.
Und wenn du dann ganz oben angekommen bist, dann einmal so dir die Hände an die Schultern und dann so nach hinten kreisen. Wenn wir sitzen, gerade auch am Schreibtisch mal in diese Schonhaltung. Sicher dann ist ja eigentlich Autofahren auch ganz schön giftig für den Körper. Ja klar, wenn man halt so oder so, ne? Aber ich meine, da muss man jetzt im Bus halt auch drauf mal achten, können wir mal gleich mal probieren. Einfach mal versuchen, wirklich gerade zu sitzen. Mhm. Ist auch gar nicht, ist halt auch anstrengend, ne? Mhm. Aber man wieder so reinkommt, sich daran zu gewöhnen. Ist natürlich eine der schönsten Möglichkeiten, umzusteigen. Ich liebe, dass man hier einen richtig schönen Blick auf die Elbphilharmonie hat. Dann hat man hier noch diesen Weg, wo ich tatsächlich auch sehr oft lang jogge. Allerdings nicht um diese Stoßzeit, sondern so morgens um 8 oder so ist hier komplett leer. Das ist richtig, richtig schön. Und wir haben eine arschlaute Straße. Was würdest du verändern, wenn du Verkehrswende-Senatorin wärst? Also ich würde auf jeden Fall das HVV die Tickets günstiger machen, damit einfach auch mehr Leute Zugänge haben. Da mit dem 9-Euro-Ticket geht man natürlich schon in die richtige Richtung. Aber sowas eben auch langfristig eine Lösung zu finden, fände ich super. Wollen wir aus der Lauter reden jetzt? Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Sportplätze hier gesperrt sind, weil man da einfach nicht rauf darf. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja auch ein Faktor, der Mobilität erzeugt. Also wo Leute auch wieder sich auf den Weg machen müssen. Und in Paris wandelt die Bürgermeisterin Anne Hidalgo gerade Paris zu einer 15-Minuten-Stadt um, dass du alles in 15 Minuten erreichbar machst. Also auch Sportstätten entstehen zum Beispiel auf Schulhöfen und Ähnlichem. Was könntest du der Mobilität hier nochmal anders vorstellen? Weil eigentlich ist das ja total, wie du schon gesagt hast, ein Kleinod. Aber wir merken es vom Geräusch her, wir merken es auch so, dass wir Ampeln drücken müssen. Hast du da eine Vision, wie es mal aussehen könnte in 10 Jahren? Ja, also ich denke mal, in 10 Jahren sind wir wahrscheinlich dann schon so weit, hoffentlich, dass wir auf jeden Fall weniger Autoverkehr haben. Einfach wenn solche Sachen passieren wie günstigere HVV-Tickets, dass mehr Leute darauf auch umsteigen. Ich denke mal auch so Carsharing, was in anderen Ländern auch schon viel mehr ein Ding ist und auch viel normaler ist. Da vielleicht ziehen die Deutschen sich dann auch mal einen Stock aus dem Arsch und sind da ein bisschen irgendwie bereiter dafür, auch mal zu Fremden ins Auto zu steigen. Und dann müssen wir uns in 10 Jahren, wenn wir uns wieder treffen, auch nicht mehr so anbrüllen. Genau. Also für Ruhe im Alltag würde ich immer sagen, auf jeden Fall erstmal in die frische Luft gehen. So ein frischer Durchzug ist immer gut. Und hier auch selbst in der Bahnstation sind wir an der frischen Luft. Das ist immer schon mal gut. Und was auch immer sehr effektiv ist, ist halt einfach atmen. Und vor allem bestimmt atmen. Und jetzt atmen wir einfach richtig schön tief ein. Dann hältst du kurz inne und atmest durch den Mund wieder aus. Und dieses aufs Atmen zu besinnen, das ist schon etwas, was auf jeden Fall dazu beitragen kann, zu entspannen. Liebe Imke, da ist schon der Schluss von unserem gemeinsamen Tag. Ich danke dir sehr für die Zeit, die wir verbracht haben. Dankeschön. Danke auch für deine Offenheit, für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich denke, ihr bleibt jetzt in Bewegung bis zur nächsten Folge und wir sagen tschüss. Ciao. Super Film, super Serie, freut mich total. Tolle Insights, einfach total authentisch und bewegt und ganz, ganz viele wichtige Aspekte der alltäglichen Mobilität. Und dann liegt mir gleich so ein persönliches Thema auf dem Leibe. Herr Tjax, vielleicht, Katja, du hast es angesprochen, Mobilitätsstadt Paris, 15 Minuten Stadt Paris, da stellt sich mir doch die Frage, wann haben wir das in Hamburg? Ja, erstmal super Sache, gute Idee, weil es natürlich genau das Thema ist, dass man auch über Stadtentwicklung die Mobilität einfach verringert. Also dass man einfach die Mobilitätsanlässe verringert und die aktive Mobilität fördert. Wir versuchen das in der Hafen City, wir versuchen das auf dem Grasbrook, auch in anderen Neubauquartieren. Aber in der Tat, ich finde auch, wir könnten noch eine Spur zulegen. Und wo? Ja, 3 habe ich ja schon genannt, aber ich glaube, es ist auch, wenn wir mal in ganz andere Ecke in die Stadt gehen, Jenfeld Zentrum. Kennt nicht jeder, aber da bin ich aufgewachsen und das hat genau das Problem, dass das Jenfeld Zentrum war früher mal ein belebtes Einkaufszentrum und hat in der Qualität eher eingebüßt, weil die Menschen alle mit dem Auto nach Wandsbek abdüsen. Sozusagen selbe Fahrzeit, viel längerer Weg und im Ergebnis dazu schlechte Infrastruktur vor Ort. Also da hatten wir was zu tun.
Super. Katja, du warst ja jetzt viel unterwegs. Ich habe ja auch deinen LinkedIn-Poster damals gesehen, wo ich glaube auf dem Fahrrad im Platz der Concorde oder so standst und gesagt hast, hey, wie geil ist das denn? Ja, ich kann mich hier frei bewegen, ich werde nicht überfahren und Paris, lovely Stadt. Als ich das letzte Mal da war, war der Platz voll. Also das, zu Fuß, das hätte einen umgebracht. Erzähl mal noch ein bisschen, wie siehst du das? Ich fand es total lustig, weil meine Eltern haben die erste Reise, nachdem mein Bruder geboren war, der jünger ist als ich, und wo sie die Kinder bei den Großeltern lassen konnten, nach Paris gemacht. Und denen habe ich das geschickt und die haben es nicht wiedererkannt. Also die waren genau an diesen Plätzen, aber ich musste denen sagen, wo das denn war. Weil vorher war alles, wie du schon gesagt hast, voll mit Autos. Und ich habe an mir selber gemerkt, du kannst dort teilweise in der Mitte fahren als Radfahrerin. Und ich habe immer, wenn Motorengeräusch kam, so dieses automatische und habe mir gedacht, nee, muss ich ja gar nicht, weil ich habe ja hier einen eigenen Radweg. Also ich habe selber auch reflektiert, wie sehr ich mich manchmal auch kleiner mache oder auch reagiere und wie sicher ich mich fühlen kann. Und ich glaube, da haben wir einfach total viele tolle Beispiele. Und ich war ja auch in den baltischen Ländern, die jetzt nicht gerade als Vorreiter der Verkehrswende gelten. Ganz Tallinn hat aber nach Farbe gerochen, weil die eine Fahrspur weggenommen haben von den Autos und rot gemacht haben, also nicht groß umgebaut, sondern es waren dann Radwege. Und da konntest du einfach fahren. Und in Tallinn hatte ich auch das Erlebnis, von der Innenstadt auf den Busbahnhof zu müssen, der 1,5 Stunden Radfahrt weg war. Ich bin nur auf Radwegen gefahren. Also ich wollte eigentlich dokumentieren, Innenstadt ist cool, aber wenn ich rauskomme, ist bestimmt nichts mehr vorhanden. Ich bin die ganze Zeit Rad gefahren und dachte nur, es geht, wenn man halt Flächen umwidmet. Und das ist, glaube ich, das größte Geheimnis von der Verkehrswende. Ist das dann so ein Sicherheitsgefühl, was dir das vermittelt für die Stadt oder einfach ein Wohlbefinden oder wie würdest du das vernetzen? Ich fand es ganz klar, dass ich gesehen werde, dass ich bin ja keine Autoperson. Ich nutze das Auto, ich habe einen Führerschein, aber es ist ehrlich gesagt immer seltener geworden, dass ich das Auto nutze, weil es mich auch stresst. Also in Hamburg für die muss man das auch nicht machen. Und da das Gefühl zu haben, ich bin hier willkommen als eine Person, die mit dem Fahrrad unterwegs ist und dass auf mich genauso aufgepasst wird, dass ich eigene Wege habe, das war absurd, neben einer Autobahn zu fahren. Also es hat vielleicht auch keiner von euch gemacht. Ich habe da echt gesessen. Doch. Ich war auch schon mal neben der Autobahn, doch. Also es war so echt, es war natürlich nicht angenehm, aber ich so, krass, ich fahre jetzt hier neben 6 Spuren, aber ich habe halt meine eigene Spur und ich komme halt zu diesem Busbahnhof einfach mit dem Rad auch gut hin. Also das, ich weiß nicht, ob das so in der Planung auch schon angelegt war, aber das waren so Dinge, die ich gemerkt habe. Es geht erstens um Tempoverringerung, ganz klar. Alle Städte, die gut waren, waren Tempo 30 oder darunter. Es geht um autofreie Zonen. Ich war im ersten Superblock von Barcelona, da ist ja der Durchgangsverkehr rausgesperrt. Da hast du da gestanden, das ist aus dem Jahr 1993, hast gesagt, wieso sind da jetzt Poller? Also du konntest dir gar nicht mehr imaginieren, wie da mal Autos gefahren sind vorher. Und ich glaube, das war das Gefühl, was ich am meisten genossen habe. Ich spiele hier auch eine Rolle. Ich darf hier auch sicher unterwegs sein. Ich muss nicht selber aufpassen, dass ich überlebe, sondern das machen andere für mich. Autofreie Zone habe ich ja jetzt miterlebt, seitdem ich beim HVV bin, als Jungfernstieg, wurde ja groß eröffnet und faktisch der ganze Bereich jetzt endlich mal begrünt, Auto raus. Das ist ein tolles Beispiel. Wo können wir denn noch mehr davon erwarten? Ja, ich glaube, wir werden das an verschiedenen Stellen haben. Wir werden ja dieses Konzept Superblocks beispielsweise in Ottensen machen, indem wir da 300 Parkplätze wegnehmen, die Straßen umbauen, Bahnfelderstraße umbauen, Ottensener Hauptstraße umbauen und auch die Durchfahrt genau an der Stelle unterbinden. Aber eben auch in der Innenstadt. Steinstraße ist ja so ein Beispiel, momentan provisorisch umgebaut, war ja mal so 4 Spuren, Hauptverkehrsstraße, keine Radwege. Eigentlich so eine 1B-Lage mit auch guten Einzelhandel, also inhabergeführten Einzelhandel in der Hamburger Innenstadt, was es ja auch nicht überall gibt. Und das ist natürlich schon eine Tatsache, dass sie hier auch diese Straße irgendwann umbauen müssen. Und dann stellt sich schon die Frage, müssen da eigentlich überhaupt noch Autos fahren oder ist das nicht etwas, je nachdem, wie man das auch schneidet, wo man dann eben die Busse hauptsächlich lässt. Wie groß sind denn jetzt ganz ehrlich gesagt die Widerstände? Das klingt ja alles immer super und ja, wir wollen ja, dass das alles so schön ist. Aber Sie kämpfen ja dafür hier in Hamburg. Na, ich glaube, das hängt sehr davon ab, auch ein bisschen, wo man ist in Hamburg. Ich glaube, das ist auch... Wenn wir das jetzt mit Paris beispielsweise vergleichen, ich glaube, Paris ist da ambitionierter, ist aber auch so, dass die Fläche, auf der das in Paris erstmal passiert, viel, viel kleiner ist als Hamburg und auch viel, viel dichter besiedelt ist. Und deswegen, wenn man, sagen wir mal, so innerhalb des Ring 2 und des gestaffelt bebauten Hamburgs ist, ist das eine andere Kiste, als wenn wir weiter draußen sind, wo wir auch andere Wege haben und andere Konfigurationen. Und insofern, ich glaube, Jungfernstieg, da war das ja so, am Anfang wurde man so ein bisschen dafür beschimpft, dass man das Auto rausgenommen hat. Jetzt wird man dafür beschimpft, wenn noch ein Auto fährt. Also das zeigt auch, das Sein verändert auch das Bewusstsein ganz deutlich. Und das müssen wir halt immer weiter vorantreiben. Also an Hidalgo wird gehasst. Das kann ich nur als Message, das habe ich, glaube ich, auch schon geschrieben, macht das hier in Deutschland. Vielleicht kommen dann auch Leute von außerhalb und gucken sich Hamburg an. Ich habe versucht, immer lokal zu wohnen, weil ich nicht so Fan bin, das in irgendwelchen gewerblichen Dingen zu tun. Und meine Vermieterin, ich habe das irgendwie erzählt, was ich mache, habe an Hidalgo.
Also die so nächste. Richtig, ja, also, wo ich dachte, oh, aber das ist normal, glaube ich, weil du natürlich da vor der Haustür was veränderst. Und dann habe ich aber, und das war bei allen der Fall tatsächlich, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, und wenn ich aber Zeit hatte, ein bisschen mit denen zu sprechen, dann haben die gesagt, ja, das stimmt schon, es ist ruhiger geworden, stimmt schon, wir haben jetzt diese Schulstraßen, meine Kinder können da sind ja Autos rausgenommen, aus 168 Straßen die Autos raus vor Schulen. Aber du hast diesen ersten Moment überwinden müssen, dass sie das Gute sehen. Und das ist halt das Problem manchmal, glaube ich, auch, was gerade gesagt wurde. Erst so diesen Verzicht zu sehen, aber dann ein paar Monate später ist der Gewinn auf einmal sichtbar. Und das ist manchmal von der Fantasie der Leute echt schwierig, glaube ich, das zu zeigen. Ja, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und sich zu verändern tut in meister Instanz richtig weh. Ich sag mal, das ganze Thema Mobilitäts- oder Verkehrswende spielt sich auch ganz viel in dieser tiefen Psychologie ab. Ja, vor allem in Deutschland, ne? Autoland Deutschland, und dieses ganze Lobbyismus, der in den letzten Jahren da auch betrieben worden ist. Also das jetzt so zu kippen, egal über den Faktor Angebot oder Preis, ist nicht so einfach. Ja, Mobilität ist vor allen Dingen Routine. Also wir bauen ja so eine U-Bahn und dafür haben wir ein Verkehrsmodell erstellt. Und ich habe gelernt, dass der Mensch sich eigentlich in seiner Mobilität in zwei Dingen seit dem Mittelalter nicht groß verändert hat. Erstens die Routine. Du machst jeden Tag fast dieselben Wege. Und seit dem Mittelalter machst du auch fast dieselbe Anzahl der Wege pro Tag. Was sich verändert ist, die Wege sind fossiler geworden und dadurch länger geworden. Und diese Routine zu durchbrechen, und damit greift man natürlich auch in das Leben der Menschen relativ stark ein, weil man im ersten Moment was verändert. Und erstmal, wenn man was umbaut, ist es ja natürlich, oder wenn man eine Planung hat, ist es natürlich auch nicht gleich schön. Nicht jede Straße, wo man sich vorstellt, dass es irgendwie anders ist. Und jeder muss da seinen Weg finden. Und man muss deswegen auch das mit den Leuten machen. Also ich glaube schon, dass es ein wichtiger Faktor ist, auch mit der Beteiligung und mit den Leuten da voranzugehen. Aber die Leute sind willig und häufig, ich meine, in Hamburg haben fast 100.000 Menschen bei Fridays for Future, bei dem großen Klimastreik, demonstriert. Und das haben die ja nicht gemacht, weil die nicht wissen, dass sich auch was verändern muss. Das wissen die und die ziehen da auch mit. Ich finde das ja auch das Großartige und das sieht man ja auch immer wieder in Hamburg oder auch hier im HVV. Katja, jetzt bist du ja auch Hamburgerin, wenn mich nicht alles täuscht. Hast hier dein Buch Autokorrektur geschrieben, wo du ja auch wirklich in den Bestsellerlisten ganz weit oben stehst. Und was ist denn jetzt so deine Perspektive jetzt von dem, was du kritisierst am Mobilitätsverhalten der Menschen oder auch an der Politik und an dem, was wir tun? Wie weit siehst du da jetzt eigentlich Hamburg oder den HVV in dem Kontext? Also ich finde, ihr seid auf jeden Fall nahbar. Ich will auf jeden Fall mit euch fahren und nicht mit irgendwelchen chinesischen oder amerikanischen Großkonzernen, die an der Aktie meine Mobilität verhandeln. Also ich finde auch, wir reden gerade sehr viel über Preise. Das gefällt mir nicht so gut. Natürlich wäre jetzt Quatsch, das 9-Euro-Ticket nicht zu erwähnen, weil es hat uns 3 Monate jetzt auch beschäftigt, endet heute. Aber ich glaube, der Preis spielt eine Rolle, aber der Wert auch. Und das ist nicht dasselbe. Also wir sollten schon auch, in Frankreich zahlst du zum Beispiel Steuern, wenn an deinem Geschäft eine U-Bahn oder ein Bus vorbei fährt, weil da sagt der Staat, wir bringen dir ja Kunden. Mhm. Oder das in Wien, das wirst du wissen, ne, mit den Parkplatzgebühren, dass sie in den ÖPNV fließen. Also solche neues Denken einfach da auch zu haben. Und das Buch habe ich geschrieben, um die Lüge aufzudecken, dass 49 Millionen Pkw in Deutschland ein Erfolg ist. Es ist ein Misserfolg von der bisherigen Verkehrspolitik, weil viele Menschen sitzen im Auto gegen ihren Willen, weil sie keine Alternative haben, weil sie sich nicht sicher fühlen. Barrierefreiheit war ein Thema, Bezahlbarkeit. Und wenn die 4 Punkte nicht erfüllt sind, kann auch klimagerecht keine Rolle spielen. Ich bin vielleicht klimagerecht, aber wenn da kein Bus fährt, den ich für mein Auto einsetzen kann, dann kann ich noch so klimagerecht sein wollen. Ich habe keine Chance. Und da sollte einfach mehr hingeschaut werden. Und da geht es um Bedürfnisse und da geht es auch darum, auch mal auszuhalten, dass das, wo wir uns jetzt reinmanövriert haben, vielleicht eine Sackgasse mit Wendehammer ist. Aber wir auf jeden Fall umdrehen sollten und einen anderen Weg einschlagen. Also jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen, ist ja so ein bisschen mein Mantra. Mhm. Ein Punkt finde ich ja mal ganz super spannend, weil es referenziert wird, ist diese Dienstgeberabgabe. Jetzt muss ich das jetzt nochmal wirklich strapazieren. Was ist so schwer daran, das in Deutschland oder Hamburg einzuführen? Das ist eigentlich ja logisch. Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das in dem deutschen Rechtsregime geht. Das ist nun mal auch ein Unterschied, dass Österreich ist nun mal ein eigenes Land und auch mit einer eigenen Staatlichkeit, die bestimmte Dinge anders regelt. Und trotzdem sind solche Themen, hast du ja angesprochen, auch aus Frankreich. In Frankreich wird sozusagen auch die Arbeitgeberfinanzierung stärker gelebt im öffentlichen Nahverkehr. Die haben da fast ein Drittel über die Arbeitgeber, was ja auch ein Thema ist. Du hast das 9-Euro-Ticket angesprochen. Wenn man jetzt ein Nachfolgemodell findet und alle sagen irgendwas zwischen 29 und 69 Euro, so, da kann man jetzt sich die 10er-Stufen irgendwie abschmecken. Aber trotzdem ist das so, auch hier kann ja, wenn man sagt, okay, der ÖPNV hat einen Wert, er muss auch bezahlt werden im Übrigen. Ehrlicherweise brauchen wir auch mehr Geld, weil wir können nämlich nicht mehr Busse und Bahn fahren mit weniger Geld. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber wir können natürlich dort auch mit klugen Finanzierungsmodellen auch
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da reinholen, die das im Übrigen, das wissen wir ja auch, wollen, weil die haben den Kampf um die Fachkräfte, die wissen auch, die Leute müssen zur Arbeit kommen und sie müssen dafür auch ein bisschen was bieten. Und insofern glaube ich, dass sich auch in Deutschland stärker was in die Richtung auf jeden Fall bewegen muss. Und was ist dann die Vision für 2030, Katja, wenn ich vielleicht mal mit dir anfange? Jetzt für dich natürlich aus der Perspektive, du schaffst das ja gesamtheitlich in Deutschland, ja, vielleicht später nochmal Perspektive HVV. Welt. Und Welt, ja, und ich meine, 7 Jahre sind jetzt gar nicht so lang, also ja. In diesem Verkehrssektor oder Transportsektor sind ja 7 Jahre, da hat man, ich weiß nicht, wie viele Meter U-Bahn gebaut am Ende des Tages, wenn man sich das mal anschaut, und für viele ist das aber jetzt, mein Gott, 7 Jahre noch so lange hin, also was ist in 7 Jahren anders als heute? Also erstmal habe ich gefeiert, zurückzukommen nach 5 Wochen und Parkscheinautomaten vorzufinden, weil bei mir in Hamburg-Eimsbüttel stehen mittlerweile Wohnwagen. Und das muss nicht sein. Das ist Hobby. Das ist wirklich was. Ich bin 1,69 groß. Und ich denke dann immer, wie ist das für eine Dreijährige? In Eimsbüttel guckt die nur auf Blech. Und das sind Dinge, wo ich ja auch im Buch beschreibe, nur bis zur nächsten Ecke. Also im Wohnviertel sollte die Muskelmobilität einfach vorne sein. Und das heißt auch, gute Gehwege zu haben und nicht, dass die ganzen Autopopos immer weniger Gehweg zulassen, weil die Autos immer größer werden. Also jetzt diese 5 Wochen haben schon wieder, wie die Gremlins sind, die irgendwie werden immer größer und mehr. Ich habe eine Vision, dass der Raum zwischen den Häusern einfach, wie Jan Gehl so schön sagt, als Architekt wieder den Menschen gehört. Und auch Eimsbüttel, wenn man da alte Fotos anguckt, das war ja mal eine Begegnungszone. Und das sind Dinge, wo wir ehrlich gesagt auch immer in den Urlaub fahren. Ich frage die Leute auch mal, ja, wo fährst du hin? Ja, oh, ja, ja, die tollen Plätze von der Toskana, bla, bla, bla. Und ich sage, ja, dann fährst du nach Hause zurück und akzeptierst, dass du es nicht hast. Vielleicht kannst du dir einen Urlaub sparen, wenn du nicht so gestresst wird. Und der Stress von auch einer Stadt Hamburg kommt natürlich auch vom Auto, weil es sehr eng wird, weil es einfach ein Gefühl von, es wird immer heißer. Und ich finde ein bisschen schade, habe ich heute auch noch in so einem Interview gesagt, dass ich die Klimakatastrophe brauche, dass wir das verändern. Weil wenn wir die nicht hätten, wären wir immer noch nicht dabei, Mobilität zu verändern. Und ich sehe viel Ungerechtigkeit in dem System und ich sehe die Chance, dass wir Menschen, die wir schon vergessen haben, mit dazu holen und dass ich irgendwann rausgehe aus meinem Haus in Eimsbüttel und vielleicht sogar auf die andere Straßenseite gehe, weil alles weggeräumt ist an Blech und weil einfach da Bänke sind, Urban Gardening, man kann irgendwie Wasserspiele, also was ihr in Wien ja auch zum Teil schon habt. Da habe ich ganz viel gesehen, was eigentlich nicht viel Aufwand bedeutet, sondern nur eine Ehrlichkeit, die Stadt gehört den Menschen. Also Autos raus, mehr Lebensfläche rein in 7 Jahren, Herr Tjax? Na, die menschengerechte Stadt ist eine tolle Vision, aber nicht nur das, sondern um vielleicht auch die Idee für Hamburg nochmal zu skizzieren. Ich glaube, es muss selbstverständlich sein, dass wir dauerhaft Eisenbahn bauen, weil das ist ein großes Programm, wir haben viel Nachholbedarf. Es muss selbstverständlich sein, dass wir auch in Hamburg einen viel besseren öffentlichen Nahverkehr haben, das 5-Minuten-Versprechen einhalten, dass wir Radwege haben, die tatsächlich sicher von A nach B führen. Und wenn wir es dann schaffen, vielleicht diese Idee der blau-grünen Infrastruktur auch quasi serienmäßig zu implementieren mit mehr Bäumen, mit mehr Wasserspeicherung, also eine noch grünere Stadt produzieren, dann wäre ich einen großen Schritt glücklicher. Also ich war gerade, wenn ich das so sagen darf, ich arbeite ja auch mit Winfried Herrmann zusammen im Beirat, ÖPNV-Strategie 2030 hat er als Verkehrsminister für Baden-Württemberg vorgestellt und dann kamen alle von den Verkehrsverbünden und so weiter und sagten, das ist aber ambitioniert. Hat er gesagt, ja. Ja, die brauchen auch manchmal ein bisschen Ambition dahinter, das ist schon so. Er verspricht halt wirklich auch im ländlichen Raum Stundentakte oder Halbstundentakte. Ja, und er schafft es auch, das ist der entscheidende Punkt. Und das ist halt was, wo man merkt, Führungspersönlichkeiten, die dann sagen, dann meckert ihr jetzt erstmal, ja, aber wir schaffen das zusammen. Und das sind Dinge, wo ich glaube, daran müssen wir uns auch messen lassen, dass wir halt nicht nur 80% fordern und dann 60% schaffen, sondern dass ÖPNV auch viel kann und dass da viele tolle Menschen arbeiten, die auch mehr wollen. Nur es braucht eine Verkehrspolitik, beginnt beim Verkehrsminister. Leichte Kritik. Ja, heute hat er ja angeblich den Stein der Weisen gefunden. Also mal gucken, was da kommt. Ist Kritik, auf jeden Fall. Also ich fühle mich nicht gesehen gerade mit der Mobilität, die ich habe. Er hat immer noch keinen Mobilitätsgipfel eingerufen. Es gab ja jetzt 11 Jahre Autogipfel. Und ich glaube schon, dass wenn man Menschen zuhört, und das habe ich ja in meinem Buch auch gemacht und habe selber noch so viel gelernt über die Mobilität anderer Menschen, dass man einfach selber zugibt, ich weiß nicht alles. Es ist auch nicht schlimm, aber ich weiß Leute, die ich frage und ich weiß um Expertinnen. Und vielleicht ist das nächste Mal, wenn eine Idee wie 9-Euro-Ticket kommt, jemand wie du am Tisch, die sich halt damit auskennt und sagt, ich bringe da meine Ideen mal mit rein. Also wir müssen einfach diverser werden in den Gruppen. Ach, das 9-Euro-Ticket war doch der total disruptive Move für die ÖPNV-Welt. Das muss ich mal sagen, das hat diese manchmal auch leicht verstaubte Branche kräftig durchgerüttelt und zwar völlig zu Recht. Ja, und ich finde das auch richtig, richtig gut und vielleicht gehöre ich da zu den wenigen Verfechtern in dieser Branche, die das richtig feiern. Jetzt nicht nur von dem Aspekt des Preises und natürlich brauchst du das alles drumherum, aber so viel wie in den letzten 2-3 Jahren Corona-bedingt und jetzt durch das 9-Euro-Ticket hat sich diese Branche
seit Gründung des HVV 1965 nicht gerührt und musste es auch nicht. Und wir haben in einer komprimierten Zeit so viel zu tun wie Vorgänger von mir in den letzten 25 Jahren nicht. Und das ist doch eigentlich total geil, dass wir dabei sein dürfen, oder? Ja. Und dass wir da mitgestalten können am Ende des Tages. Jetzt ist nur die Veränderung zum Besseren das Entscheidende. Ja, und wir müssen schauen, dass es nicht aus dem Ruder gerät, oder? So, dann kommen wir jetzt rüber. Danke für den Talk, war total spannend. Und jetzt haben wir natürlich auch noch Fragen aus dem Publikum. Und ich habe mich jetzt angeboten zu lesen, das kann ich nämlich. Und dann schauen wir mal, wer von uns da ein bisschen drauf reinschauen kann. Also Fragen aus der Community. Wie sieht denn die Zukunft der Mobilität in der Stadt aus? Elektro, Carsharing? Herr Tjags? Willst du zuerst? Also ist erstmal die falsche Frage, weil das würde ich gerne auch nochmal reinbringen. Die erste Regel der Verkehrswende ist auch, Wege nicht anzutreten. Und das haben wir, glaube ich, auch gezwungenermaßen durch Corona verstanden. Also ich habe letztens eine Statistik gesehen, 60% der Berufe, die wir in Deutschland mittlerweile haben, sind mobil abbildbar. Und das meint jetzt nicht Homeoffice, weil das ist manchmal auch kompliziert, aber das heißt vielleicht auch mal Coworking auf dem ländlichen Raum zu etablieren. Und Elektro ist für mich tatsächlich, ehrlich gesagt, mache ich da immer die Elektroauto-Fanboys, bringe ich gegen mich auf. Ich will nicht 49 Millionen Autos elektrifizieren. Wenn sich ein Auto immer, das immer größer wird und mit einer Person nur noch besetzt ist und nur 45 Minuten am Tag fährt, da können viele Autos weg. Und die bringen dann wieder Raum. Auch im ländlichen Raum ist es nicht mehr schön. Bei meinen Eltern, wo ich oft bin, das ist nicht der ländliche Raum, wenn er vollgeparkt ist. Also von daher ist es für mich nicht unbedingt Elektro-Carsharing oder wie auch immer, sondern es ist ein Mobilitätssystem, wo ich immer die Mobilität bekomme, die ich gerade brauche, die meine Bedürfnisse deckt. Vielleicht noch ergänzend Nutzen statt Besitzen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auf drei Worte gebracht, was du eben gesagt hast. Aktive Mobilität ist in der Stadt extrem wichtig. Und Umnutzung des Platzes ist die Folge und macht das Leben für die Menschen besser. Und trotzdem werden wir auch ein System finden müssen, wo wir die Leute, die von außen reinkommen, eben auch die Chancen geben, das zu tun. Also deswegen, wir brauchen Bahnausbau ganz massiv. Tja, dann komme ich gleich zur nächsten Frage und da muss ich sie echt anschauen. Bin jetzt sehr gespannt. Mhm. Warum geht der Hamburg-Takt nicht? Ja, der Hamburg-Takt ist ja das Versprechen zu sagen, wir wollen, dass jeder Mensch in Hamburg alle 5 Minuten ein öffentliches Verkehrsmittel vorfindet. Und zwar an jedem Ort der Stadt von frühmorgens bis spätabends. Wir haben aber auch gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit, um das zu entwickeln. Deswegen ist es das Ziel, das 2030 zu machen. Was brauchen wir dafür? Viel mehr U- und S-Bahn, viel mehr Busse, um meine Hausnummer zu sagen, statt 1800 Bussen so 2300 Stadtbusse. Aber wir brauchen eben auch ein neues Mobilitätssystem. Und da sind wir wieder im Stichwort Nutzen statt Besitzen. Nämlich wir brauchen etwas, wo wir sagen, wir brauchen ein autonom fahrendes On-Demand-Ride-Pooling-System mit kleineren Fahrzeugen, die größer sind als das eigene Auto, die aber nicht so groß sind wie ein Stadtbus und die gleichzeitig eben auch nicht besessen werden, sondern die man benutzen kann. Und ohne dieses System und ohne diese Technologiesprünge werden wir das nicht schaffen. Deswegen, es ist ein Versprechen, das von der politischen Seite einen großen Mut erfordert, weil die Technologie gibt es noch nicht. Wir wollen sie aber in Hamburg entwickeln. Wir werden das auch tun. Wir werden dafür sehr viel Geld investieren und es wird dazu führen, dass die Menschen, insbesondere in der äußeren Stadt und hoffentlich dann auch im Umland, quasi on demand, ohne eigenes Auto besitzen zu müssen, das Qualitätsniveau des öffentlichen Nahverkehrs jetzt oder sogar noch besser erfahren können. Das ist super spannend. Da würde ich nämlich gleich zur nächsten Frage überleiten, Katja. Welche Faktoren fehlen denn noch, um eine Verhaltenswende bei Menschen im Umland hervorzurufen? Ja, das ist ja, das ist mir ehrlich gesagt jetzt auch gerade nochmal in den Kopf gefallen, was wir jetzt, wie sind wir ja sehr stark in Hamburg. Natürlich ist es auch das Umland, was da eine Rolle spielt. Und das sind natürlich auch Wege, die angetreten werden, weil zum Teil auch Menschen rausziehen, weil die Mieten zu teuer werden und dadurch halt den Job aber hier in der Stadt behalten und ähnliches. Also die Dinge, die wir tun hier in Hamburg, denke ich, die sind halt langfristig wichtig. Die werden auch nicht sofort spürbar werden, aber wenn wir die S-Bahn und ähnliches digitalisieren, Leute denken ja immer, das ist der Bahnnavigator oder ähnliches. Es geht ja eher darum, dass die ganzen Maschinen miteinander sprechen. Also dass auch eine Auslastung und eine Kapazitätssteigerung auch manchmal möglich wird, indem das Gerät besser wird. Und da haben wir, glaube ich, auch gemerkt, dass es nicht gut war, das jahrzehntelang zu vernachlässigen. Also das ist halt wirklich was, wo ich manchmal auch erstaunt bin, wie manche erstaunt sind, weil ich immer so denke, ja gut, wenn ihr jahrzehntelang nicht nichts investiert, dann passiert auch nichts. Es funktioniert nicht, wie blöd. Also da möchte ich auch nochmal Danke sagen an die Leute, die an der Basis arbeiten und diesen Job gemacht haben, jetzt in 3 Monaten 9-Euro-Ticket. Das habe ich selber erlebt, auch nicht immer nur cool. Die Menschen in der Leitstelle, wo ich gearbeitet habe, haben immer gesagt, backen ohne Mehl. Ne? Also Krankmeldungen und dann muss trotzdem der Bus fahren. Oder ein Bus ist kaputt, solche Dinge. Und das ist was, wo ich immer wieder merke, dass wir da alle nicht drauf geachtet haben. Dass es eigentlich diese gesellschaftliche Daseinsvorsorge gibt, die ja nun nicht nur mal für die Mobilität gelten sollte, sondern auch für andere Dinge. Und die haben wir vernachlässigt. Und das ist etwas, wo wir jetzt in kürzester Zeit
Erwartungen entwickeln, die wir natürlich nicht erfüllen können. Aber umso mehr müssen wir uns um die kümmern, die in den Gefäßen schon sitzen und auch um die kümmern, die nicht in den Hipster-Vierteln sitzen oder halt in den Vororten von Hamburg, dass sie sich auch gesehen fühlen. Das wäre mir super wichtig, ja. Ja, definitiv. Und ich kann das auch nur bestätigen. Ich freue mich auch, dass zum Beispiel durch das 9-Euro-Ticket wir auch wesentlich im Umland aktivieren konnten. Also es zeigt ja schon, dass die Bereitschaft ja da ist, ob es jetzt nur preisabhängig ist oder nicht, aber der Ausprobierfaktor, der war da. Also ich habe sogar Statistiken gesehen, dass der Tourismus gewonnen hat in die ländlichen Regionen, weil das halt Dinge sind, die Naherholung, Nahziele und so weiter. Also es hat auch FDP-mäßig eigentlich auch Geld gebracht. Ne? Also Wirtschaft prosperiert durch Reisen, habe ich mal gehört. Das könnte das ist auch die Frequenzen in der Hamburger Innenstadt haben maßgeblich zugenommen durch das 9-Euro-Ticket. So, und jetzt kommen wir zur abschließenden Kernfrage, die, glaube ich, wirklich wichtig ist. Mit welcher Geschwindigkeit joggt ihr? Ich jogge nicht. Joggst nicht? Mit Jags? Ich jogge und ich würde mal sagen, 6 Minuten pro Kilometer ist vielleicht ein ganz guter Indikator. Dann schließe ich mich ganz am Ende an, 6:30. Ich bin fürchterlich am Schwächeln und komplett unfit. Insofern danke, Imke, dass du hier mitgewirkt hast. Auch an dieser Stelle nochmal schön und groß und uns allen gezeigt hast, dass man da deutlich mehr machen kann. So, wir sind fertig heute mit unserem ersten Auftritt, mit unserer ersten Serie, die wir zeigen konnten. Es freut uns, dass ihr alle mit dabei wart. Und es werden noch viele, viele Folgen und ich hoffe mal bis bald. Tschüss.